Heute beim elektrischen Reporter: Dating, Meme, Klickverlockung. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Internetpartnerbörsen bekommen im Internet zunehmend Konkurrenz, was die Anbahnung von Datings angeht. Und zwar vom Rest des Internet, wie unser erster Beitrag zeigt. Elena Schianenko rechnet nicht damit, ihrer großen Liebe zu begegnen, als sie mal wieder World of Warcraft zockt. Aber die Stimme des neuen Teamleaders haut sie einfach um. In der Stimme war halt schon eine gewisse Wärme zu spüren. Und die war halt, mag ja generell so eher so tiefe Stimmen. Und das war mir halt von vornherein einfach irgendwie sympathisch. Und das war halt so der Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, möchte ich auf jeden Fall näher kennenlernen. Also finde ich interessant. Anfangs weiß niemand in der Community, dass Elena eine Frau ist. In der von Männern dominierten Welt der Online-Gamer möchte sie nicht auffallen und hält sich im Teamspeak lieber zurück. Doch dann stellt sie eine Frage zur Spieltaktik. Und schnell entwickeln sich daraus längere Gespräche mit ihrem WoW-Prinzen. Immer über die Teamspeak-Funktion des Spiels. Beim ersten Treffen im Real Life dann ist schnell alles klar. Also habe ich dann gedacht, okay, der sieht ja 10-mal besser aus als auf dem Bild. Hatte halt ein schönes Lächeln, tolle Augen. Und ich glaube, dem ging es halt genauso. Also er hat mich dann gesehen und dachte, vielleicht, wahrscheinlich besser als auf dem Bild. Das ist jetzt 7 Jahre her. Seitdem ist Elena Schianenko mit ihrer World of Warcraft-Liebe zusammen. Ihr Beispiel zeigt, wie offline auch, lauert die Liebe im Netz überall und wartet nicht unbedingt beim digitalen Tanztee auf den klassischen Datingportalen. Besonders Facebook hat sich zu einem echten Hotspot für die Netzliebe entwickelt. Das kann auch Richard Lemke bestätigen. Er forscht über Internetsexualität und weiß, warum das Netz der ideale Tummelplatz für Liebessuchende ist. Der sogenannte Online-Enthemmungseffekt, den man vielerorts im Netz beobachten kann, ist in Herzensangelegenheiten sehr nützlich. Denn manchmal hilft es, wenn der potenzielle Partner nicht wirklich da ist, während man mit ihm kommuniziert. Eben weil ich ihn nicht face-to-face sehe, nicht sehe, ob er vielleicht kritisch guckt, das Gesicht verzieht, wenn ich etwas sage. Die Enthemmung online hat aber auch damit zu tun, dass ich über eine Nachricht länger nachdenken kann und heikle Sachen vielleicht auch andeuten kann und so formulieren, dass ich auch erstmal austesten kann, was das bei meinem Gegenüber auslöst. Jemanden bei Facebook anzustupsen, ist also viel einfacher, als nach der Telefonnummer zu fragen und tatsächlich anzurufen. Und auch eine virtuelle Abfuhr verkraftet man leichter, als ein Nein ins Gesicht gesagt zu bekommen. Also online einen Korb zu bekommen, ist natürlich weniger konsequenzenreich. Also denn ich bin ja nicht aus dem Haus gegangen, habe mich extra schön gemacht, vielleicht große Erwartungen an den Abend gehabt, sondern es war nicht mit viel Aufwand verbunden, da mich drauf einzulassen. Und soziale Netzwerke oder andere Online-Communities haben einen echten Vorteil gegenüber Parship, Neu.de oder Elitepartner. Die Leute sind dort ehrlicher. Schließlich geht es nicht an erster Stelle darum, potenzielle Partner zu beeindrucken. Hemmungsloses Übertreiben ist also überflüssig. Auch Ruben Haas hat keine Lust auf langweilige Dates über Datingportale. Die sind ihm zu teuer, zu umständlich und zu weit weg vom echten Leben. Seine App Embrace soll das ändern. Ich like eine Person, das ist erstmal anonym. Ich brauche mir auch keine Blöße geben, wie man direkt anschreiben, sondern bekomme positives Feedback, wenn mich die Person auch interessant und attraktiv findet. Auf diesem Hop- oder Top-Prinzip basieren auch die älteren Dating-Apps Tinder oder Grindr. Etwas oberflächlich könnte man denken, aber auch im richtigen Leben entscheiden oft die ersten paar Sekunden über Anziehung oder Abstoßung. Wem das zu banal ist, der kann sich bei Embrace einer Challenge stellen, um das Herz des Traumpartners zu erobern. Die Challenge war, was würdest du machen, um auf ein Date mit mir zu gehen? Und die Person hatte sich ein Tattoo gemacht mit den Initialen. Also das war schon eine krasse Sache. Und definitiv was fürs Leben. Dass die Liebe im Netz neue Wege beschreitet, bedeutet nicht, dass Datingportale schon der Vergangenheit angehören.
Laut Branchenverband Bitkom sind immer noch 4 Millionen Deutsche im Online-Dating aktiv. Aber Facebook und Gamer-Communities sind auf dem Vormarsch. Denn wer wirklich sucht, der kann auch in einem Nachtelfen seinen Seelenpartner entdecken. Meme sind die gedankliche Entsprechung zu Genen. Und seit es das Internet gibt, verbreiten sie sich in einer Dynamik, dass man quasi dabei zusehen kann. Ob das auch mit Nachrichten funktioniert? Um diese Frage geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Carsten Schmehl, 25 Jahre alt, arbeite als Redaktionsvolontär im Hessischen Rundfunk. Ich liebe soziale Netzwerke, liebe lustige Seiten im Internet und mit Duygu Gesen zusammen poste ich unter Das Meme-Journal. Ein Meme ist im Prinzip ein Internetphänomen, das irgendwie jeder kennt und wo man die Regeln dazu irgendwie kennt. Das heißt, das Harlem Shake-Video ist ein Meme, Grumpy Cat ist ein Meme und wir nehmen eben die 100 bekanntesten Memes und schreiben da Nachrichten rein. Immer nur so ein bis zwei Sätze auf den Kern heruntergebrochen und das posten wir dann mit einem Hintergrundartikel auf Twitter. Duygu und ich, wir sehen uns gar nicht, denn sie wohnt in Bremen und ich wohne in Frankfurt. Wir machen das so über eine 24-Stunden-Facebook-Messenger-Dauerleitung. Bevor wir einen Post abschicken, machen wir sowas wie eine kleine Abnahme und schicken uns die Memes vorher immer hin und her und schauen dann nochmal drüber, ob alles drin ist. Und wir gucken immer A, ist denn die Nachricht drin? Sind wir B, witzig? Und ist C, Inhalt, den wir selber gerne teilen würden? Und wenn das alles stimmt, dann ist es was für das Meme-Journal. Wir sind auf Twitter, weil Twitter ist live, Twitter ist schnell und es wird unfassbar viel geteilt. Einmal haben wir uns gedacht, wir müssen mal was zum Thema Maut machen. Denn wir lesen uns immer durchs Internet und lesen ganz, ganz viele Artikel und dann haben wir irgendwie sofort eine Emotion dazu. Ob das jetzt irgendwie wow ist oder hä, was ist da los? Beim Thema Maut dachten wir uns, Herr Dobrindt, was haben Sie denn eigentlich da jetzt schon wieder vor? Und da dachten wir, da müssen wir mal ein Meme zu machen. Und dann haben wir uns für das Inception-Meme entschieden, weil am Ende der Typ so ein bisschen entlarvt wird. Und dann haben wir da eben die Nachricht rund um die Maut reingeschrieben und dachten wir, das legen wir jetzt Dobrindt einfach mal so in den Mund, denn das hat er ja so gesagt. Und auf der Bildebene funktioniert es einfach super, dieser Blick. Mein Lieblingsmeme ist das Bad Pandog-Meme. Ich liebe diesen Hund, weil ich finde, er ist auf so vielen Ebenen witzig und sein Blick ist einfach großartig. Das ist ein super Meme, um lustig zu sein und wenn man es da noch schafft, irgendwie Nachrichten reinzubringen, dann ist das irgendwie so eine Herausforderung und ich hoffe, wir kriegen das hin. Für die Zukunft des Meme-Journals haben wir uns irgendwie keine Follower-Zahl oder irgendwie gesetzt, die wir irgendwie erreichen wollen. Wir machen es einfach, solange es uns Spaß macht und solange es Interaktion mit uns gibt, interessiert es ja auch jemanden. Wir sind aber beide auch so zwei Leute, die, wenn der eine Spielplatz langweilig geworden ist, werden wir uns bestimmt den nächsten Spielplatz suchen. Und ich glaube einfach nicht, dass das Meme-Journal das letzte Projekt von uns beiden ist. Wir bleiben beim Thema. Immer weniger Netznutzer betreten News- oder Entertainment-Angebote durch die Vordertür. Vielmehr folgen sie Links auf Facebook oder Twitter, die direkt zu einzelnen Beiträgen führen. Im Web entstehen nun die ersten Angebote, die sich vollständig nach diesem Nutzerverhalten ausrichten, wie unser nächster Beitrag zeigt. Juliane Leopold wünscht sich eine globale Epidemie. Eine Epidemie von viralen Geschichten, die sich in aller Welt verbreiten wie eine ansteckende Krankheit. Und entstehen sollen diese Geschichten in der Zentrale von BuzzFeed Deutschland. Hier arbeitet man an einer Online-Nachrichtenseite, auf der die Leser hängen bleiben, hofft die Chefredakteurin. Das Beste, was uns passieren kann, ist, und das hören wir immer wieder, wenn Leute uns sagen, ich habe mir nur mal kurz diesen Artikel durchgelesen und am Ende war ich eine halbe Stunde auf eurer Seite und habe mir immer mehr durchgelesen. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. BuzzFeed funktioniert anders als die meisten Medienportale. Über soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter lockt es die Leser auf seine Seite. Die haben dann die Wahl zwischen 21 Bären, die sich wie Menschen verhalten, oder 16 Geschenkideen für Wurstliebhaber und klicken sich von Liste zu Liste. Clickbait heißen solche Inhalte mit Überschriften, denen man kaum widerstehen kann. Und BuzzFeed hat diese Log-Inhalte im Web zur Perfektion gebracht. Portale wie Upworthy oder Viralnova springen auf den Traffic-versprechenden Clickbaiting-Zug auf. Auch die deutschsprachige Seite heftig.co arbeitet nach dem gleichen Muster.
Sie sammelt Inhalte im Netz und verbreitet sie dann aufmerksamkeitsheischend. Hauptsache, die Leute klicken. Denn das bringt Werbekunden und Investoren. Für Gernot Pflüger unerträglich. Ich finde, Clickbaiting ist sowas wie die Pest. Das ist der Krebs des Internet. Es ist die digitale Entsprechung von jemand, der bei mir an der Tür klingelt und sagt, Unfall auf der Straße, hier liegt eine Frau und die blutet, ich brauche sofort Hilfe. Und wenn man die Tür aufmacht, steht ein Verkäufer da und sagt, wollen Sie ein Abonnement kaufen? Das ist genau das, was im Internet passiert oder sogar noch Schlimmeres. Nicht wenige sorgen sich wegen des Erfolgs der Clickbaiting-Seiten um den Journalismus insgesamt. Eine Bedrohung für Qualitätsnachrichten seien solche Portale. Vor allem die großen Zeitungen und ihre Online-Ableger fürchten um ihre wichtige Rolle, die sie in der deutschen Mediendemokratie traditionell spielen. Aber anstatt durch Qualität zu überzeugen, tauchen Clickbaiting-Überschriften plötzlich auch auf den Internetseiten der sogenannten seriösen Medien auf. Und umgekehrt finden sich auf BuzzFeed.com zwischen Tiervideos und Listicles sorgfältig recherchierte Investigativ-Stories. Sogar der Pulitzer-Preisträger Mark Scoofs arbeitet inzwischen für BuzzFeed USA. Und auch auf der deutschen Seite gibt es erste Versuche, sich ernsteren Themen zuzuwenden. Ohnehin distanziert sich das Unternehmen vom Clickbaiting und behauptet, seine Überschriften halten, was sie versprechen. BuzzFeed ist wie ein Kind, was mit großen Augen vorm Süßigkeitenladen steht und sagt, das will ich alles haben und alles ausprobieren, alles macht. Und die Tageszeitung sind die Erwachsenen, die daneben stehen und sich um Karies sorgen. Ich glaube, mit dem Prinzip hoffen wir weit zu kommen. Das Phänomen Clickbaiting zeigt, die Grenzen zwischen Qualitätsjournalismus und Schund sind gar nicht so leicht zu ziehen, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch das Portal Upworthy nutzt die reißerischen Überschriften, um auf Themen wie Umweltverschmutzung und Unterdrückung aufmerksam zu machen. Klar ist, dass es Nachrichtenformate bei der Menge an leicht zugänglichen Informationen immer schwerer haben, an die Aufmerksamkeit der Leser zu kommen. Tageszeitungen klagen über sinkende Auflagen und online tun sich viele der etablierten Blätter schwer. Die Medienpsychologin Sabine Haas sieht das Angebot der Clickbaiter zwar nicht als Journalismus. Doch für sie geht es darum, den Menschen das zu geben, was sie wollen. Seiten, die das verstehen, haben kein Problem, ihre Leser zu finden. Die machen Spaß, die haben das Motiv Eskapismus. Man möchte dem Alltag entfliehen und möchte sich entspannen. Einmal Spaß haben, einmal ein bisschen Voyeurismus, gucken, was machen andere so. Und Drama, ganz viel Drama und ganz viel Kitsch. Aber das sind ja Grundbedürfnisse des Menschen. Und genau das ist das Prinzip von heftig.co, Viralnova, Upworthy und eben BuzzFeed. Die Leser dort abzuholen, wo sie am leichtesten zu packen sind. BuzzFeed sucht den engen Kontakt zu den Usern, die Artikel direkt teilen und bewerten. So konzentriert sich das Portal darauf, das zu produzieren, was funktioniert. Gemischt mit ein bisschen von dem, was wichtig ist. Ein kleiner Löffel Medizin mit viel Zucker. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, sagt ein Sprichwort. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.